Die Hinterwälder-Kuh Britta und der Schüler Kai. Sie sind ein richtig eingespieltes Team. Denn trotz seiner gerade mal 13 Jahre in Sachen Milchkühe ist Kai ein alter Hase. Ja, das ist nicht die erste. Also meine Alte, die ist verreckt nach dem Kalben, gell? Und dann haben wir da eine gekauft. Zur Konfirmation habe ich die noch von meinem Opa gekriegt. Doch eine Kuh reicht ihm nicht. Der Jungbauer aus Fichtenau-Wildenstein hat neben Britta inzwischen 5 weitere Tiere. Und öfters schauen die Nachbarn rein. Schließlich will man wissen, wie Kai sich so schlägt mit seinen Rindviechern. Also mir sagen auch immer zum Kai eigentlich, sei Kuh und sei Kälte, das würde eigentlich reichen. Aber der Kai will halt wie früher seine Uroma einen Stall voll haben und volle Euphorie. In den alten Stall will der Achtklässler jetzt kräftig investieren. Schließlich soll es seinen Schützlingen gut gehen. Komm. Von Kais Mut und Fleiß ist die Oma schwer beeindruckt. Ja, er steht ja um 5 auf, geht erst in den Stall, macht das alles, dann kommt er hinter. Und dann duscht er sich und dann geht er zum Bus, zum Schulbus und geht in die Schule. Und wenn er heimkommt, ist der erste Weg in seinen Stall. Jetzt geht's aber erstmal mit Britta auf die Weide. Es ist aber schön, ihr habt's gut, ha? Der Achtklässler und seine Schwarzwälder Kuh. Sie sind die neue Dorfattraktion. Wir selber kommen auch von der Landwirtschaft. Das erinnert mich an meine Jugendzeit. Wir haben die Kühe hüten müssen. War gar nicht so einfach, so eine Herde Kühe hüten. Hauptberuflich will Kai das aber nicht machen. Das lohnt sich nicht, sagt er, bei Milchpreisen unter 30 Cent pro Liter. Hast du zu? Und dem Wachstum sind ja auch Grenzen gesetzt. Ja, der Stall ist ein wenig zu klar. Also, ja, so jetzt lass es mal bei 6 Stück, das langt noch. Der Kuh gefällt's anscheinend. Und Kai sowieso.